Bam Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir sind wie ein Assassine hier auf der Lauer und möchten uns noch das andere Ei schnappen, das wir übersehen haben. Also nicht übersehen, aber nicht wussten, dass wir das einsammeln können. Und ich glaube, das war ja irgendwo hier. Das war glaube ich sogar hier, oder? Hier drin? Ah, hier drin da? Nee, oder? Oder doch? Ja, doch. Hier war's. Perfekt. Dann, huch. Werden wir uns hier wieder da oben festgreifen. Das ist eine Muschel. Das ist kein Ding. Kriegen wir hin. Vielleicht. So. Dann bitte den Zora auswählen. Dankeschön. Die Kommentare habe ich natürlich noch nicht erhalten. Ich glaube, ich mache mal das Elixier da. Habe ich natürlich noch nicht erhalten. Abtauchen. Und da weiß ich noch nicht, das mit den Flaschen, falls ihr mir das beantwortet habt. Okay, der ist. Stunt war er gerade. Was darf ich dich nochmal stunt? Oh, okay, egal. Ich schlürf mal das Fläschchen. Glugidi Gluck. So. Dann holen wir das da. Nice. So, eine Flasche haben wir noch. Hoch bitte. Das ein Ei können wir noch mitnehmen. Und sie sagt ja, glaube ich, dass sie hier 4 Eier haben vor Ort. Da kann es schon gut sein, dass wir 4 Flaschen benötigen. Gehen wir nochmal raus. Wo waren wir noch nicht? Wir waren immer noch nicht da oben, oder? Oder war... Doch, da waren wir doch schon, oder? Ich weiß es gerade nicht. Waren wir da hinten? Ne, da wo die Tusse entlang läuft, waren wir noch nicht. Aber wir waren da hinten. Wir waren... Da hinten weiß ich gar nicht, ob wir da waren. Ich glaube, es sind die einzigen beiden Sachen, die noch offen sind. Dann gehen wir erstmal da lang. Sie scheint gerade weg zu sein. Das ist wunderbar. Achso, da komme ich gar nicht hin. Gehen wir mal hier hoch. Ich hoffe, die erwischen uns jetzt nicht. Nee, alles gut. Kann ich hier direkt hoch? Nee. Dann gehen wir erstmal da lang. So. Hier sind wir reingegangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gehen wir da. Oh, ich hoffe, die steht jetzt nicht direkt hier. Am besten nicht hochklettern, Ding. Genau. Wunderbar. Na, wo ist sie? Na? Hallo, da kommt sie gerade. Ja, wie wollen wir an der vorbei? Gibt es da einen Greifhaken-Spot da drüben, wo ich mich hier rüberporten kann? Ich weiß nicht. Oh. Das so sieht. Ja, okay. Ich möchte mal ein bisschen näher. Hinten ist ein Fass und da ist eine Tür. Ich glaube, ich gehe noch nicht da lang. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Flasche benutze? Töte ich das Ei dann? Ich lege mal irgendwas anderes drüber. Was legen wir denn drüber? Keine Ahnung, Bogen. Ich weiß nicht, ob ich hier sicher bin, wenn sie wieder zurückkommt. So, wo geht die jetzt lang? Die bleibt dort einfach stehen, ne? Oh nein, sie geht. Okay. Sie geht kurz weg. Da kann ich... Ich glaube, das ist ein Fass, wo ich mich drunter verstecken kann. Ah, ich glaube, das ist jetzt zu... Okay. Zu spät, um da hinten zu gehen, denke ich mal. Daher, naja, vielleicht hätten wir es geschafft. Aber ich warte nochmal. Ja, schneide ich kurz, bis die wieder ihren Rundgang gemacht hat. Bis gleich. So. Ich weiß nicht, wie nah ich den kommen darf. Aber wahrscheinlich ziemlich nah, weil wir da auch sehr nah dran müssen. Müssen wir fix und das Fass dann. Und nicht irgendwie falsche Tasten drücken oder so. Bitte. Ja, genau. Ja, als ob. Nee.
Okay, wo bin ich jetzt? Ach so. Moment. Okay, ich werde nicht komplett rausgeschmissen, das ist schon mal erfreulich. War das hier oder unten oder? Ja, hier, okay. Da komme ich wieder rein. Okay, das hat nicht geklappt. Offensichtlich. Aber ich glaube dennoch, dass es der richtige Ansatz war. Von daher probieren wir das einfach nochmal und ich würde sagen, ich schneide nochmal, bis ich da bin. Na, bis gleich. Ja. Das habe ich noch nicht gesehen. Ach so, ich... Okay, das ist kein Fass, zu mich darunter verstecken. Sondern ich müsste einfach... Ich müsste einfach rumlaufen. Holy shit. Okay. Ich dachte, ich kann mich da... Ich kann mich unter dem Fass verstecken. Okay, sie entdeckt mich die ganze Zeit, aber sie sieht mich nicht. Das ist gut. Also, sie entdeckt mich die ganze Zeit. Sie weiß, dass irgendjemand da ist, aber sie sieht mich nicht. Schnell da rein. Nein, mach keinen Lärm, Link. Tu doch sowas nicht. Und das bestimmt jetzt das dritte Ei. Das ist nochmal eine Kiste. Was ist denn da drin? Okay. Das interessiert mich jetzt aber, was da drin ist. Okay, aber die sind ein bisschen... Ah, okay, ich sehe schon. Ich kann da... Ich nehme mal an, sie sehen mich im oberen Stockwerk nicht. Oder bewege ich einfach mal frei umher. Bin mal so frei. Ah, okay. Moment. Kann ich die Kiste überhaupt holen, ohne dass sie mich bemerken? Wohl kaum, oder? Wobei. Also ich kann da einfach vorbei, deshalb auch die Greifhaken-Spots. Jetzt gerade würde mich da niemand sehen, wenn ich da an die Kiste gehe, ne? Soll ich es probieren? Oder soll ich erstmal gucken? Ich gucke erstmal, was hinter der Tür ist. Bevor ich alles versaue. Aber ich habe das Gefühl, da komme ich einfach wieder raus. Wir gucken erstmal. Oh, oder? Nein. Bis hier und nicht weiter. Leider wirst du an mir nicht vorbeikommen. Oh, ich bin an der anderen auch vorbeigekommen. Kein Ding. Was ist jetzt schon wieder? Ah, komm. Sag nur nicht immer das Gleiche. Okay. So weit, so gut. Okay, ich glaube, es funktioniert gerade nicht so gut. Ich kann die auch nicht anvisieren. Jetzt visier die doch an. Dankeschön. Okay. Okay. Es funktioniert nicht mehr. Houston, wir haben ein Problem. Meine Taktik funktioniert nicht mehr. Ich schlag nochmal zu. Genau. Okay, es funktioniert wieder. Alles cool. So, schlag mich nochmal. Zack. Was ist jetzt los? Hi. Alter, das war eine richtige Wombo-Combo. Okay. Ja. Vielleicht auch nicht. Okay. Vielleicht verstehe ich es auch noch nicht. Aber ich mache einfach genau das gleiche wie vorher. Das hat vorhin geklappt. Das wird bestimmt wieder klappen. Ja? Nein? Jetzt hat es geklappt. Okay. Wir haben noch zwei Leben. Easy. Die weicht halt immer aus, die olle Tante. Ich mach aber weiter.
Hey, ich hab doch noch eine Fee. Ach, ich bin... Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einfach meine Fee selber genommen. Och, really? Verarsch mich doch nicht. Ja, und jetzt kann ich nie mehr gegen die kämpfen, wenn ich nur ein Leben habe? Oder wie? Ah, das heißt, ich darf wieder da hingehen. Bis gleich. Okay, wir sind wieder hier drin. Ich könnte versuchen, die Kiste zu öffnen. Es gab doch ein Fenster, wo mich keiner gesehen hat. Ja, okay. Oh, ich hoffe, die sieht mich hier nicht. Okay. Ja. Jetzt. Glaube ich. Oder? Hi? Ich glaube, die hat mich entdeckt. Ist deshalb stehen geblieben. Okay. Ob wir hier wirklich vorbeikommen? Warum habe ich jetzt, glaube ich, den Zyklus irgendwie unterbrochen gehabt? Und jetzt laufen die, glaube ich, anders, oder? Kann das sein? Vorbei. Ja. Ist gerade ein bisschen blöd. Ja, jetzt kommt der da bei Ihnen, oder? Nee, der lässt sich echt gut sein. Okay, ich glaube, das könnten wir schaffen. Sobald die da hinten weggeht. Wo ist jetzt der andere? Der bleibt wieder hier stehen. Können Sie mich bitte in Ruhe lassen? Oh, jetzt habe ich aber das Timing richtig auseinandergenommen, ey. Fuck. Da komme ich nicht mehr lang. Kannst du mich bitte nochmal beobachten, du da? Ja, genau. Hier bin ich. Ja, genau. Cool, noch ein bisschen weiter dahin. Und jetzt geh bitte. Das war doch perfekt, oder? Komm. Ja, geh doch weiter. Ja. Okay. Wenn ich eine Facecam hätte, dann könnte die sehen, wie enttäuscht ich gerade bin. Was zum Fick? Warum ist da... Da sind einfach nur Rubine drin? Ja komm, fiste mich. Das Schlimmste ist ich auch noch, dass ich voll war. Jetzt habe ich 100 Rubine gekriegt. Wow, für nichts. Nicer Scheiß. Okay, das heißt, ich darf wieder schneiden, bis ich dort hinten bin. Bis gleich, Mensch. Okay, wir sind wieder an der Tür. Die Frage ist, muss ich meine Fee jetzt benutzen? Kann ich sonst gar nicht gegen sie kämpfen? Weil sie mich sofort rausschmeißt mit einem Herz? Ich nehme sie einfach mal. Okay. Wir müssen das geschickter anstellen. Als allererstes, was ich mich frage, wenn ich jetzt hier die Fackeln einfach anzünde, was passiert dann? Ich kann sie gar nicht anzünden, ne? Ne, okay. Gut, Frage geklärt. Machen wir die Maggi-Soße wieder weg. Alles klar, dann alles bimmelt. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, was der wirklich richtige Weg ist. Okay, ich kann sie ja einfach so treffen.
Na, mehr oder weniger hat es geklappt. Nicht ohne Schaden zu nehmen. Okay, aber ich kann die einfach fisten. Ja, komm, jetzt geh weg, du Scheißschritt. Ja. Okay. Okay. Vielleicht habe ich es gerade herausgefunden. Auch scheiße. Mein Schild nicht vorne. Ja, kurz bevor sie zusteht, kann ich sie fisten. Ach, scheiße. Nein! Ach, fuck! Ich habe keine Ahnung mehr, ich muss aufpassen. Oh, ich hab's. Nice. Jubel. Ja, schön ist auch. Okay. Soweit, so gut. Und da ist bestimmt dann das dritte Ei drin. Achso. Ich sollte vielleicht auch in die andere Tür gehen. Ein Totenkopf. Ist da der Baus? Nee, aber das ist tatsächlich ein Ei. Okay, wir öffnen mal eine Dings. Genau, jetzt sind wieder volle Herzen. Da geht's noch weiter. Okay. Dann. Immerhin keine Piranhas. Die fand ich nerviger als die Kackmuschel. So, dann schnell abtauchen. Dann die Flasche. Wunderbar. Haben wir das? Dann nehmen wir wieder. Ach, egal. Einfach wieder nach oben, bitte. Okay, nicht zu viel Schaden bekommen. Das ist sehr gut. Zora wieder ausziehen. Bogen in die Hand. Aber wenn ich das Glas nicht irgendwie ausleere, falls es überhaupt geht, ich weiß es immer noch nicht. Ich will es auch nicht ausprobieren. So, jetzt sind wir wieder. Ne, das waren keine Herzen. Schade. Okay. Und wo sind wir jetzt hier? Komme ich hier wieder raus? Ja. Moment. Hä? Hier auch nicht so reingekommt. Ah ne, hätten wir nicht. Okay. Okay, da sind Herzen. Okay. Einfach so Herzen. Dann bleibt jetzt noch eine Tür offen. Und zwar die da hinten? Fragezeichen. Also die da hinten. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Bin mir aber nicht sicher. Da ich aber jetzt, wie gesagt, keine Flasche mehr habe, vielleicht hätte ich noch warten sollen, bis ich eure Antwort in den Kommentaren gekriegt habe. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich bringt es mir nichts mehr, wenn ich hier weitermache, oder? Also ich meine, ich kann ja mal da reingehen. Vielleicht gibt es da ja einen Boss-Battle, das ich schon mal machen kann. Den ich schon mal machen kann. Aber ich kann ja das Ei nicht mitnehmen. So. Also. Kann ich hier auch einfach rüber? Geht das? Ja, gut. So. Dann muss ich irgendwie eine Flasche finden. Oder ich kann die alten Eier schon mal abgeben. Vielleicht bei dem Typen da mit dem Aquarium. Oder ich muss alle gleichzeitig abgeben. Das wäre natürlich die schlimmere Variante. Ach, hier geht's raus. Ja, hey, einfach hier ins Limbo. Moment, habe ich ein Ei verpasst?
Weil sie haben ja, sie haben eindeutig gesagt, sie haben 4 Eier. Ah, da ist noch eine Tür. Guck mal. Gehen wir da nochmal kurz rein. Haben wir hier schon? Nope, definitiv nicht. Okay, dann gehen wir hier nochmal kurz lang. Okay, ja, das scheint jetzt nicht das größte Problem zu werden, an der vorbeizukommen. So viel Deckung, wie hier ist. Ja, guck du ruhig. Ja, wie langsam die sich dreht. Keine Chance hat die Olle. Geh ich hier lang? Wo geht sie jetzt lang? Na? Wo geht sie lang? Spieß. Viel zu einfach. Ich weiß nicht, ob ich an die Tür gehen kann. Ich warte lieber nochmal, bis sie weggeht. Ja. Oh, aber jetzt guckt die wieder. Ja, guck doch nicht so blöd. Mensch. Ich gehe mal ganz langsam. Ja. Na komm. Jetzt. Okay, Boss Battle. Ja. Okay, nochmal das gleiche Spiel. Und dann wird das letzte Ei da drin sein, das wir aber nicht aufsammeln können. Halt! Ja, ja, das gleiche Text wie eh und je. Ich vergnüge mich ganz schön mit dir, ja, ja. Kann das sein, dass die ein bisschen krasser ist? Oh, Alter! Das hätte ich blocken sollen. Ah, okay, nee. Ganz genau gleich wie alle anderen. Ja, okay. Schlagabtausch, ja. Nice. Aber wir haben nur noch 2 Herzen, die wir verlieren können. Aber die machen ja, glaube ich, nicht so viel Schaden dafür. Glaube ich, nur ein Viertel Herz. Ja. Scheiße, gerade ist doof. Ja, nice. Ich habe auch niedergeratzt. Ja, doch, eigentlich ist es schon vorbei. Oder kommt die wieder, sobald ich die Festung verlasse? Und nochmal hierher komme. Das wäre nicht so gut. So, wir gucken erstmal. Da ist das letzte Ei. Okay. Kommen wir jetzt erstmal ein bisschen Erfrischung hier. Die Tatsache, dass hier überall Pfeile drin sind, bedeutet wahrscheinlich, dass ich Pfeile hätte benutzen sollen. Aber egal. So, wir gucken nochmal. Wir haben leider nur 3 Dinger. Das heißt, wir müssen jetzt wohl oder über rausgehen. Kann ich hier die, das Schwingenlied spielen? In der Festung? Aber wir wissen, wo das letzte Ei ist. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwierig zu erreichen. Von daher dürfte das kein Problem sein. Vorausgesetzt, wir dürfen die Eier ablagern. So, jetzt brauche ich meinen schlauen Zettel hier. So. Ne, das ist das Schlummerlied, ich Idiot. Ich meine, ich brauche meinen schlauen Zettel natürlich nicht. Ich kenne die Lieder immer noch alle auswendig. Jedes einzelne. Okay, also ich kann es schon mal spielen, das ist schon mal gut. Dann möchte ich zu... Schädelküste. Ja. Oder? War das richtig? Ich weiß nicht, aber ich glaube schon. Ja, Kapzura war bei Lulu direkt und Schädelküste war direkt bei dem Forscher-Dude. Vielleicht muss ich auch zu Lulu bringen, ich weiß es nicht. Aber der hat mal was davon gelagert, der will die Eier hier drin haben. Von daher... gehen wir mal fix zu ihm. Und dann können wir, falls es funktioniert, auch direkt uns wieder eine Fee snacken hinter dem Haus. So, na? Ja. Ein bis 3 Tage dauert es, bis die Zoras schlüpfen aus ihren Eiern. Könnten sterben, wenn sie nicht in diesem Aquarium liegen. Ja. Zora-Eier sind empfindlich. Ja.
Also wie dieses Aquarium. Ja. Ja, darf ich dir die Eier nicht geben? Ich kann den Greifhaken nicht benutzen hier drin. Okay. Was passiert, wenn ich die einfach mal das gebe? Dieser Gegenstand zeigt hier keine Wirkung. Okay. Ihn interessiert das scheinbar nicht. Moment, kann ich da hoch? Das ist eine Leiter, wie ich das erst jetzt gesehen habe. Okay, ich komme also hoch. Kann ich das jetzt so machen? Nee. Was bringt mir das, da hochzugehen? Ich nicht verstehen ganz. Dann gehen wir mal zu Lulu bzw. zum Boss. Der wollte ja, der wollte ja, dass ich ihn. Genau, bei dem kam ja da beim Dialogfeld. Kam da ein Moment, wo ich ihm ein Item zeigen kann. Und der wollte ja die Eier. Daher, das könnte ein guter Lead sein. Ne, oder? Zack, zack, zack. Wir gehen mal zu den Zoras erstmal. So. Schädelküste Kap Zora. Yep. Please. Bring mich dahin. Okay. Hallo. Möchtest du meine Eier sehen? Natürlich möchtest du meine Eier sehen. Wer möchte meine Eier nicht sehen? So. Ja. Guck mal. Guck mal, diese schönen, prallen Eier. Guck sie dir an. Das sind dein... Oh, ist einfach niemanden interessiert. Ah ne, hier muss ich ein Liedchen spielen. Genau. Also, dann gehen wir zum Schiff. Wo war der nochmal? Nee, der war hinten. Genau hier, ne? So, genau, bla 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 bla. Achso. Erstmal zum Zora werden. Ja, ist ja gut. Jetzt geh wieder aus dem Weg. So, Bandleader, genau. Und der wollte doch, dass ich ihm was zeige. Bitte nimm es an. Bitte. So, hi. Reden. Mika, und? Hast du die Eier gefunden? Du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab etwas richtig gemacht. Okay. Was habe ich ihm für eine Stimme gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Bring dieses Ei gleich zum Professor ins maritime Forschungslabor. Ich habe bereits mit dem Professor gesprochen. Überlass den Rest ruhig ihm. Dem sei Dank. Lulu hat ihre Stimme wiedergefunden. Ach so. Okay, und jetzt kannst du... Okay. Lulu hat ihre Stimme wiedergefunden. Heißt das, ich kann jetzt mit ihr reden? Und doch gleich mal testen. Bevor wir zum Professor gehen. Ob die jetzt mit mir redet? Mal gucken. Na? Ja, scheinbar nicht. Scheinbar hat sie ihre Stimme ja nicht wiedergefunden, Mensch. Okay. Spielen wir noch ein bisschen Gitarre hier. Dann fliegen wir zum dritten Mal hier umher. Kein Ding. So, ja, bitte, 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 bitte. Schädelküste. Ja. Na, gucken wir mal, ob wir unsere Flaschen wieder zurückkriegen. Ah, endlich bist du gekommen. Ja, was, endlich du gekommen bist.
gewartet, ich habe auf dich. Es sind die Eier. Sieh mal, die Zahl sind jetzt. Rasch, ins Aquarium. Okay, jetzt kann ich sie wahrscheinlich da reinlegen. Okay. 7 an der Zahl, 4 sind in der Piratenfestung und 3 wurden dann scheinbar geklaut. Alles klar. Und so wie es aussieht, 7 Flaschen haben wir sowieso nicht. Heißt, wir können die hier alle ausleeren und kriegen unsere Flaschen zurück. Bams! Nice! Oh. Flup! Einmal. Ja, komm. Cutscene ist unnötig. So, wir haben eine Flasche hier, das ist wunderbar. Dann du. Können wir das überspringen, bitte? Hm. Liebevoll. So behandelt man Eier. Habt ihr diese liebliche Bewegung von Link gesehen? Wie er das Ei mit voller Sorgfalt, hier guck, mit voller Sorgfalt, schön behutsam ins Aquarium gießt. Gut. Hätten wir unsere Flaschen wieder? Sehr gut. Das heißt, 4 weitere bleiben noch offen. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, es ist eigentlich zu spät. Aber ich glaube... Oh, wobei... es dauert jetzt, bis ich da wieder reinkomme. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal kurz da rein und hol mir das letzte Ei. Also ich schneide bis dahin. Dann haben wir das wenigstens schon mal abgeschlossen. So, da wären wir wieder angekommen. Glaube ich. Oder? Ja, wir sind im richtigen Raum. Wunderbar. Dann gehen wir hier auch mal hoch. Ziehen uns schnell die Zora-Maske an. Tauchen, was das Zeug hält. Ja komm, tauch doch. Mensch. Ach ja, und ich habe vergessen, die Fee einzusammeln, ich Idiot. Egal. Machen wir nachher. So. Hoch, bitte. Na, raus wieder. Geben wir uns noch kurz die Herzen hier. Okay, das sind nur Rubine. Hier sind aber Herzen drin, oder? Ja, wunderbar. Okay. Ich glaube, das war alles in der Festung. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jede Tür abgegrast haben. Und daher wird hier wahrscheinlich nichts mehr sein. Und deshalb gehen wir jetzt wieder zurück. Mal wieder. Zum Professor laden das 4. Ei ab. Und dann haben wir noch 3 Flaschen übrig. Das reicht für die restlichen 3 Eier dann. Ist nur noch die Frage offen, wo diese 3 Eier dann sind. Das hat ja was von Seeschlangen geheißen. Aber wo genau die jetzt sind, weiß ich auch nicht. Wurde das gesagt? Wurde da ein Hinweis darauf gegeben? Falls ja, könnt ihr mich gerne wieder daran erinnern. In den Kommentaren. Aber ich bin mir nicht... Alter, kannst du bitte einfach da hochgehen? Aber ich glaube, wo das war, wurde nicht gesagt, oder? Hm. Mal gucken. Die Seeschlangen dürfen es auf jeden Fall nicht auffressen. Darum ging's. Ja, dann laden wir erstmal das hier wieder ganz liebevoll ab. Gönnen uns die Fee. Und dann war's es auch schon mit dem Part. Oh, wie ich es mir aus der Brust gezogen habe, ey. Das zeigt keine Wirkung. Meine Mutter zeigt keine Wirkung. Na, siehste, meine Mutter hat echt keine Wirkung gezeigt. Aber das hier, Platsch. Das ist der reale Shit. So. Flop. Wunderbar. Sagst du etwas Neues vielleicht? Was mit dem rechten Eier ist geschehen? Die Zora nicht schlüpfen können, wenn sie zusammen sind. Rasch, Jürgen Eier. Finden du musst. Dann zum Aquarium sie bringen. Okay. Wahrscheinlich hast du die gefressen. Okay. Ja, das war's dann wohl mit dem Part von Majora's Mask. Besser, komm. Ja, danke schön. Ja. Nächstes Mal gucken wir dann, ob wir die restlichen Eier finden. Vielleicht wissen die Zoras ja noch was davon. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja. Und ansonsten
Bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen. Kann ich hier bitte ein paar andere Items drauflegen? Wie zum Beispiel den Greifhaken. Wobei, ich möchte den gerne links haben, weil den hatte ich jetzt immer links. Genau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschüss.